Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist er wieder, MonkeyKingLP, wieder mit dem T und zwar wieder zu Patch Notes Reading. Und zwar Patch Notes 3.2.0 sind heute live gekommen. Das heißt, ich bin sogar halbwegs aktuell. Haha. Und zwar werden wir hier kurz jetzt alles überfliegen. Battle Royale hat einen 20er Team-Modus bekommen. Ich glaube, 20er Teams waren das. Diesen Bleifuß-Skin, den ich ziemlich cool finde, der schaut ziemlich nice aus. Und wir bekommen die Turbo Pads. Aber zu denen gleich mehr. Und, ah ja, noch voll, natürlich. Wir bekommen auch den Wukong, und zwar als mythischen Soldaten, und zwar als Held, der ziemlich nice ist, muss ich zugeben. Er ist ziemlich, ziemlich nett. Ne? Und zwar gehen wir gleich hier direkt drüber. Ah ja, hier nur ganz kurz. Wenn man das Spiel startet, installiert das Anti-Cheat-System von Fortnite. Finde ich gar nicht mal schlecht, dass sie da auch weitermachen. Wir werden direkt jetzt überspringen und direkt auf Rettet die Welt gehen. Und zwar... Kurzfassung, Turboflächen kommen, das heißt die Skizze für die Turbofläche bekommt man bei der Mission, du willst dir ein Hoverboard basteln, also die Hoverboard-Mission. Das heißt, wer sie noch nicht hat, kriegt sie dann das Hoverboard, wer es schon gemacht hat, der kriegt sie einfach so, weil ich habe zum Beispiel das Hoverboard schon, das heißt ich habe es gerade vorher schon gekriegt, also vorher bekommen. Das heißt, wir können jetzt neue Strecken bauen und zwar werden wir das auch dann streckenbauenmäßig. Zwar Killer for Two, Soul Cover, meine Frau wahrscheinlich auch mit dabei. Also alle, unser Team wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich alle gemeinsam schön eine Rennstrecke bauen. Das wird aber eine ferne Zukunft sein, das kann ich noch nicht sagen, wann das genau kommt, wird irgendwann einmal kommen. Das knisternde Lagerfeuer kann jetzt in der Welt gefunden werden wie die Turboflächen. Das heißt, man kann sie als Fallen einfach random in Kisten finden. Die Gruppenmission. Alle Gruppenmissionen verfügen jetzt über Missionsalarme, bei denen ihr zur Belohnung Böller-Tickets erhaltet. Die Anzahl der vergebenen Böller-Tickets hängt von der Schwierigkeit ab. Ihr könnt dasselbe Missionsfeld mehrmals spielen. Quote, pro Tag erhaltet ihr nur Tickets aus 10 Gruppenmissionen. Das heißt, man kann zwar dieselbe Gruppenmission ein und ein immer wiederholen, aber nur insgesamt 10 davon machen, damit man Tickets bekommt. Gruppenmissionen schließen jetzt folgende Missionsarten mit ein. Sturmbekämpfung, Kategorie 1, 2, 3 und 4. Datenbeschaffung, reite auf den Blitz, evakuiere den Schutzbunker, repariere den Schutzbunker und liefere die Bombe ab. Also das heißt, rette die Überlebenden und baue das Radarraster nicht. Die Missionsverfügbarkeit hängt vom Fortschritt des Spielers ab. Jedes Belohnungslevel von Missionen verfügt jetzt über Attributlimits, so haben wir es. Und es wird kein Limit mehr für das gesamte Kapital, Steinwald, Plänkerten und so weiter festgelegt. So sollten den Spielern der vorgesehenen Schwierigkeitsgrad geboten werden, wenn sie mit höheren Level spielen. Die Anzahl der Missionen, in denen Spieler mit höherem Level Erfahrung verdienen können, wurde erhöht. Viele Missionen, die auf der Karte bisher grau angezeigt wurden und somit keine EP vergaben, sind jetzt grün und gewähren eine reduzierte Erfahrungsmenge. Das heißt, da war ich mir noch nicht sicher, als ich das durchgelesen habe, also entweder... Ist es so, dass ich mit meinem High-Level dann in ein Low-Level-Gebiet, zum Beispiel wenn ich meiner Frau helfe, beim Leveln, dass ich dann da auch noch ein bisschen Erfahrung kriege. Oder umgekehrt, dass halt sie, weißt, sie kriegt auf jeden Fall Erfahrung, weil es zu hoch für sie ist, aber egal. Das werden wir nachher noch testen. Die Erfahrungsreduzierung bei den Spielern dieser grünen Mission wurden abgeschwächt, damit man bessere Fortschritte machen kann, wenn das eigene Level höher ist. Zum Freischalten erfordern Gruppenmissionen jetzt Fortschritte bei den Sturmschild-Verteidigungsaufträgen. Das heißt, das werden wir noch herausfinden, das gibt es aber jetzt einmal. Fehlerbehebungen, wichtig, habe ich mir schon durchgelesen, da gibt es eine, auf die ich mich sehr, sehr freue. So wie es in den Patch Notes Version 2.4 bereits angekündigt wurde, können Belohnungen abgeschlossener Expeditionen nicht mehr eingesammelt werden, wenn das Sturmschildlager überfüllt ist. Um Spielerdaten schützen zu können, ist es wichtig, die Inventargröße konsequent einzuschränken. Bei der Wahl, ob man Belohnungen wegfallen lassen oder den Zugriff aufschieben soll, haben wir uns für den Aufschub entschieden. Die Belohnung abgeschlossener Expeditionen gehen nicht verloren und können eingefordert werden, sobald wieder Platz in einem Lager ist. Das heißt für mich, mein Riesenlager muss jetzt kleiner werden, das heißt ich muss unglaublich viel jetzt verbrauchen. Beziehungsweise werde ich das einfach jetzt so lassen und einfach rausarbeiten, sage ich jetzt einmal. Und alle, die jetzt dann noch welche laufen haben und dann überfüllt sind, keine Sorge, ihr kriegt es nach, sobald ihr wieder Platz habt. So, es ist nicht mehr möglich, im Baumodus kurz auf das Hoverboard zu steigen, wenn ihr die Hoverboard-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt haltet. Ihr könnt keine Munition mehr herstellen, während ihr auf dem Hoverboard seid. Ein äußerlicher Fehler wurde behoben, bei dem gelbe Missionen vorzeitig von der Missionskarte verschwinden konnten.
Ein Problem mit Zermalmern und Minibossen wurde behoben, bei denen diese Monster Ziele von Verteidigungsmissionen beschädigen könnte. Das ist der wichtigste Punkt aus dieser Fehlerbehebung. Und zwar konnten die früher den Bunker zum Beispiel verletzen. Sie brechen durch die Wand, laufen auf den Bunker zu und brechen durch und zerschmettern quasi den und machen Schaden auf den Bunker. Was verdammt anstrengend war, da habe ich viele Missionen verloren. Deswegen habe ich die jetzt auch in letzter Zeit nicht gemacht. Beziehungsweise gar keine einzige. Und das war ja das Problem dabei. Ich habe aber welche gebraucht. Zum Beispiel brauche ich jetzt noch immer eine reparierenden Schutzbunker-Mission, glaube ich, oder sowas. Aber egal, es ist weg. Es ist toll, dass das passiert ist. Ja, dass alles weg ist jetzt. So, kleinere Fehler bei den Eventaufträgen wurden behoben. Eine genauere Beschreibung des Frühjahrsturmsauftrags doppelter Ärger wurde hinzugefügt. Jeder Brunnen in Kleingeld, Riesenglück vom Frühjahrsturm-Event gibt bei Zerstörung mehr Auftragsmissionen. Das heißt, man findet den Brunnen ein bisschen schneller. Hier kommen wir zu dem fragwürdigsten Teil, sage ich jetzt einmal. Nicht fragwürdig, es ist auf jeden Fall so, die Waffenvorteile und Fallenvorteile wurden genervt oder gebufft. Ja? Ich werde nur schnell drüber fliegen und euch sagen, wo es genervt und gebufft worden ist. Und zwar der kritische Schaden gegen leidende Ziele, der wurde hochgestellt, also hochgebufft. Kritische Trefferchance wurde genervt, also verringert. Kritischer Schaden wurde gebufft, also erhöht. Der Rückstoß von Waffen, also eine Rückstoßvermeidung, wurde geändert auf plus 20, was auch immer das genau bringt. Kosten für schwere Angriffe von ist quasi geändert worden, der ist auch mit plus davor jetzt, aber auch ein bisschen gebufft worden anscheinend. Die Schussrate wurde erhöht, das heißt, man hat jetzt, wenn man den Bonus hat mit mehr Schussrate, ist erhöht worden. Nachladegeschwindigkeit wurde auch gebufft, also erhöht. Magazingröße wurde erhöht. Haltbarkeitsverfall wurde auch erhöht. Das heißt, da muss ich wieder zugeben, ich habe meine Affensturmkanonen, die Legendary, die eigentlich nur Schaden und nur Nachladegeschwindigkeit hat und die ladet jetzt schon so verdammt schnell hoch. Jetzt ist sie noch schneller beim Nachladen. Ja? Also das geht und wahrscheinlich ist schon wieder alles, wo ich drei Magazine schon rausgeschossen habe, habe ich schon wieder vier nachgeladen oder sowas. Aber verdammt schnell wird das. Bei den Fallenvorteilen ist die maximale Haltbarkeit erhöht worden. Nachladegeschwindigkeit ist erhöht worden, also gebufft worden. Die kritische Trefferchance wurde verringert, also genervt. Die kritische Schaden wurde auch erhöht, also gebufft. Ja. Und das ist Quote, also Kommentar des Entwicklers ist, die Anpassung der Balance sollen einige der Vorteile, die nicht auf Schadenserhöhung abzielen, lohnenswerter machen und so für vielfältigere Waffenzusammenstellungen sorgen. Finde ich okay, ist nicht schlimm, ist okay, sage ich jetzt einmal. Fehlerbehebung. Ein Problem wurde behoben, durch das seltene und ungewöhnliche Fallenvorteile mit der falschen Häufigkeit auftraten. Ist okay, habe ich nicht mitbekommen bei meiner Seite her, sage ich jetzt mal, aber ist okay, wenn es jetzt weg ist. Was gibt's bei den Helden neu? Bei den Helden gibt's der Wukong, wie gesagt, ist im Event-Shop dazugekommen. Ich möchte gleich dazu sagen, der Wukong ist, er könnte mein nächster Favorite werden bei den Soldaten, weil er kann sich heilen, weil er den Wildnis-Spezialisten hat. Er hat die geilen Granaten, also diese Splittergranaten, die viel Damage machen. Und er baut viel auf die Schockwelle und die Schockwelle mag ich eigentlich ganz sehr. Also er ist die mythische Version des Berserker-Soldaten vom Mondneujahr, das heißt von dem Haupt, also von dem Legendary-Held vom Event. Anlässlich des St. Patrick's Days verfügt der Einreisersoldat jetzt über drei neue Looks, das heißt der kommt noch. Drei neue Einreisersoldaten, die zum St. Patrick's Day passen, können jetzt den Frühjahrssturm-Lamas enthalten sein. Das heißt, wir haben jetzt Glückszerstörerin Wildcat, Skykriegerin Wildcat und Schlachtenhund Jonesy mit drinnen in den Event-Lamas. Drei neue Soldaten. Finde ich ein bisschen doof, dass wir nur Soldaten kriegen. Ich hätte mir gerne einen Decker, Constructor und Ninja sehr gerne noch bekommen gehabt, aber naja. Ein Unterstützungsvorteil der Soldatenunterklasse Berserker wurde von Schnellschild nach Sturmwaffenschaden geändert. Dies erhöht den Schaden von Sturmgewehren von 12, 18 und 24, jeweils für die Weiterentwicklungsstufen 1, 2 und 3. Das heißt, das wurde ein bisschen angeändert, sage ich jetzt mal. Fehlerbehebung. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spieler manchmal keine Schusswaffen ausrüsten konnten, nachdem sie während Vorwärtskommando gestorben waren. Ein Problem wurde behoben, dass die Splittergranaten nicht durch kleine Fenster geworfen werden konnten. Finde ich toll, dass das geändert worden ist, weil ich glaube, ich habe auch einmal durch Fenster werfen wollen und hat es nicht funktioniert. So, Benutzeroberfläche, was wurde da angepasst? Den überlebenden Einheiten Bildschirm wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, über die man alle Slots einer Einheit einfach leeren kann. Das heißt, das Schaltfläche, dass man alle sofort wegkriegen kann. Der Bildschirm zum Wiederverwerten zurückschicken wurde verbessert, damit die Spieler besser erkennen können, welche Gegenstände markiert sind.
die Schadenszahlen, der Energieschaden haben jetzt ihr eigenes Aussehen. Das finde ich sehr toll. Das haben sie bis jetzt noch nicht gehabt. Finde ich aber sehr nice. Das Aussehen der Fertigkeitsbäume wurde verbessert. Habe ich auch schon gesehen. Sie bewegen sich jetzt ein bisschen so animiert. Ist zwar hübsch, aber jetzt nicht schlimm und nicht so megamäßig, sage ich jetzt mal. In den Fenstern der Skizzen, Helden und Überlebenden und Verteidigerwaffen können die Spieler jetzt die Gitteransicht ein- und ausschalten. Und Fehlerbehebung, ein Problem wurde behoben, durch das die Heimatbasis von Spielern mit einer Stärke von 1 ohne Namen und ohne Banner angezeigt wurden, wenn während des Spielbetriffs über die Spielersuche das Hauptmenü geöffnet wurde. Das heißt, dieses, wenn du reinjoinst und dann nur siehst lauter 1er Level mit irgendwas und keinen Namen, das wurde jetzt angeblich behoben. Und Fertigkeit Lastwagen Slot 2 im Forschungsbaum Stufe 2 kostet jetzt 1600 Forschungspunkte statt den 3700 Punkten. Das wurde auch noch verbessert. Und also, das war wieder ein kleines, feines Patch-Note-Reading. Was ich cool daran finde, die Balancings finde ich nice, dass sie sich dann gesetzt haben, dass die Smashers und Bosse keine Schaden mehr machen auf die Missionsobjekte. Turboflächen, ja, wären cool, sage ich jetzt mal. Ich sag, wenn wir eine Rennstrecke bauen, dann wird das sicher geil. Böller-Tickets mehr finde ich auch nice. Das ist so ein großes Fazit drüber. Deswegen werde ich jetzt hier einen Cut setzen, Leute. Ich hoffe, es hat euch das kleine Patch-Note-Video gefallen. Ja. Wir sehen uns alle wieder im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya!